Jo, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part zu The Legend of Zelda's Echoes. Wir sind auf jeden Fall von den Dekos einfach in den Deko-Knast gesperrt worden und müssen auf jeden Fall jetzt hier raus. Wir haben gar keine Items mehr. Einfach nur noch einen Ast. Kann ich mich eigentlich mit denen verbinden? Nee. Ach so, weil ich den Deko-Schlüssel habe, kann ich überall hin. Das ist aber nur so ein Steinbett. Hier könnte ich raus. Okay, wo soll ich jetzt hier hingehen? Oh, das ist eine Schleichpassage. Oh mein Gott. Ui, 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 ui. Ich hasse solche Schleichpassagen. Wenn sich der umdreht. Zum Glück. Boah! Das dachte ich schon. Okay. Jetzt. Oh mein Gott, mich gesehen. Oh, weiter, 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 weiter. Und tschüss. Das bringt mir sowieso nichts. Was bringt mir das hier? Ach, Moment mal. Mich aber verbinden. Aber ich komme mit dem da nicht raus. Aber hier ist auch noch mal was. Das ist ein Herzteil. Ich glaube, da könnte man... sich einmal ein Herz holen, oder? Ist das höher? Nee. Gehen wir mal anders. Ah, und jetzt. Und das dann. Moment mal. Aber das ist nochmal einen Tick höher, oder? So Leute, ich lasse das jetzt mal. Ich denke mal, dann kann ich später sowieso nochmal rein. Ja, Problem ist, Zelda hat so einen kleinen Springradius nur. Das ist echt kacke. Ich weiß aber nicht, wie ich hier weiterkommen soll. Mit was habe ich diesen Stecken eigentlich? Bringt der mir irgendwas? Ah.
Da ist eine... Ein Tisch ist da. Ach komm. Ich glaube, ich brauche diesen Stuhl da. Ja. Den kann ich rausholen. Jetzt fliegt das doch wieder runter. So. Alter. Ey, diese geringe Oh nein. Oh, das war der. Oh nein. Nein, der gibt uns den doch eh nicht. Denn jetzt? Na, jetzt haben wir wieder alles. Was war das denn? So, das heißt, dann kann ich das hier machen? Ja. Okay, das können wir auf jeden Fall auch mal uns gleich merken, weil das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Mega easy, so geht doch gleich alles hier. Und Leute, das heißt, wir haben ein neues Herzlei. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr leibend, Freunde. Das gefällt mir. Ja, dann hätten wir uns das echt sparen können. Oh, jetzt sind wir auch wieder hier. Ach, da hätte es wahrscheinlich zwei Wege gegeben, oder? Kommt jetzt wieder raus? Oh, hallo. Oh nein. Oh. Okay, die Schlauesten sind die auf jeden Fall nicht. Okay, das heißt, hier waren wir aber noch nicht. Wie die reden. Ja, das ist, also das Wasser ist wirklich die geilste Fähigkeit. Oh nein. Als ob der da nach oben springen kann. Der kann einfach 5 Meter hoch springen. Also das ist doch wirklich manchmal nur lächerlich, oder? Komm, geh zurück auf deinen Spot. Ja, das merkt er nicht. Das ist doch wirklich unfassbar. Okay, wo können wir jetzt raus hier? Wasser soll. Hallo? Was war das?
Gehen. Das eins muss man diesen Dingern lassen, die sind echt sehr stark. Aber warum zerstören die Gegenstände? Also Seildula. Mann, du sollst da springen. Zelda, Alter. Spring doch da nach oben. Ja, genau so. Also manchmal frage ich mich wirklich. Die bringen mir wieder alle nichts im Wasser. Oh, das ist ein Fragment. Mit dem da einfach nach oben schwimmen? Schwimm mal kurz nach oben. Das geht gar nicht. Irgendwas, was das kontert. Ja, das geht auch nicht. Die Kiste? Die Kiste treibt nach oben. Nee. Gut. Leben. Gut, die Frage ist, wie kommen wir da jetzt durch? Was müssen wir jetzt hier machen? Der kann nicht schwimmen. Boah, ich kann nicht versuchen. Ich glaube. So ein Fisch, der was da nicht überleben kann. Das Problem ist, man ist dann so nervös, dass man die Steuerung komplett verkackt. So, das ist aber. Keine Ahnung, ob das so richtig war. Also ich habe keine Ahnung. Da ist dieser Typ. Ah, da ist dieser Strüppi wieder. Ja. Mitgliedskarte. Ja. Geil! Für die Leckerbude. Gut.
Da hier ist so, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich viel Interessantes gibt in dem Gebiet hier. Wir da eigentlich eh auch alles gesehen haben. Ich sage, gehen wir da direkt mal nach oben. Ah, hier ist auch ein Ding, den habe ich ja gar nicht gesehen. Da habe ich, glaube ich, ein paar übersehen. Jetzt tue ich mal nur kurz mein Zeltas Bett hierher. Ein bisschen zu regenerieren. So, Freunde. Wie ist meine Mitgliedskarte? Du schon wieder? Nanu, du hast eine Mitgliedskarte? Dann stehen dir alle Pforten offen. Ja! Okay. Haben die gar keinen Häuptling? Oh mein Gott. Komplett infiziert alle. Ran ans Buffet. Upsala, wer bist das denn? Oh nein, der Riss. Ah, der Riss. Oh, scheiße. Was stresst du uns? Du bist wirklich meins Ernst. Oh nein. Oh. Die hören sich so geil an, wie die reden. Ah, was ist das? Na, dann kommt ihr. Wer auch immer ihr seid. Für meinen Schattengardisten hier. Das schon? Das kann nicht sein. Als ob es das schon war. Bist du neidisch? Spinnst du? Wir werden diesen Riss schließen. Nicht so hastig. Wenn immer so einer so zur Erkenntnis kommt. Er weiß nicht, was er sagen soll. Du überlegst noch? Du spaßt? Die Zuckerwatte. Viel Erfolg da drin. Oh mein Gott. Freunde, es geht wieder los. Dungeon Time. Jetzt hauen sie aber einen in die Dungeons auch irgendwie so rein, oder? Gut, das werden wir wahrscheinlich wieder in so einer Zwischensequenz sein. Feron-Symphe im Nichts. Da gibt's auch wieder. Obwohl, die habe ich schon, glaube ich. Okay, die sind sehr stark gegen die. Ja, okay, die sind wirklich sehr stark, die Gardisten. Kann da eh auch hin. Nein, natürlich trifft's wieder direkt mich. Einer da ist down. Oh mein Gott! Nice. 20 Rubine, nice. Auch wieder eine Kiste. Das werden eh größtenteils nur Dinger sein.
Nach Typ zuletzt gewählt. Das Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Das Wasser ist wirklich das Geilste. Okay. Oh, perfekt. Nehmen wir auf jeden Fall einen Speicherpoint. Beziehungsweise einen Wegregistrierer. Warte mal, kann ich das mit dem Wassersoll machen? Ach so. Oh, das muss ich schnell machen. Da brauche ich irgendwas. Ah, mit dem Wind geht das aber auch aus. Ha! Stimmt, ich kann ja Wind auch benutzen, um Feuer auszumachen. Ist das eine Wandula? Okay, die hatten wir schon. Also die Wandula hatten wir ja auch schon. Uah, was ist das für ein Auge da? Ah, tschüss. Kein Bock auf dich. Ah, Moment mal, aber die habe ich schon mal kopiert. Boah, hör das an. Okay, den muss ich einmal aktivieren. Da ist der. Der Elektro-Gurkenmensch kennt man auf jeden Fall. Wisst ihr was? Das haltet aber nicht ewig. Ja. Wieso heißt das Ding Gurkenmensch? Anwesend meiner Gefährtin. Was sind wir da? Da war, das war der Dungeon-Boss-Schlüssel. Oh, oh. Was war das für eine Riesenblume? Wieso kann... Oh mein Gott. Wieso ist das da reingegangen? Oh, ist das der Dungeon schon? Der Firon-Tempel. Ja. Aber warum ist hier draußen dann noch diese Gegend? Hinten ist aber nicht einmal eine Kiste oder so. Da hinten wäre ein Ausgang. Aber vielleicht kommt man da eh noch hin. Ah, okay. Es könnte natürlich sein, dass wir da einen Weg gehen müssen. Ja.
nicht so schlecht. Kann man einfach als Schutzschild benutzen. Krass. Okay, das muss ich mal merken. Jetzt einfach mal Zeldas Bett benutzen als Brücke. Ja, hier kommt man rein. Dann war das doch nicht umsonst hier. Jetzt sind wir aber wieder woanders. Hä? Okay. Achso, ich muss ja dann mal den... Oh Gott. Das kann auch angreifen. Das kann man echt gut benutzen, oder? Einmal. Ich habe die auch, diese Wandula. Da, die Seiltula. Ja. Wieso nimmt der das? Lol. Die Kiste lasse ich mal. Okay. Wie mache ich das? Moment mal. Ah, okay, das ist relativ schwer. Moment mal, jetzt könnte ich die Skullwantula nämlich noch hinhauen. Ja, krass. Okay, das ist ein krasses Rätsel gewesen. Auf das muss man mal kommen. Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Mal weiter. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.